uns ist der Wagen kaputt gegangen. Ach du liebe Zeit, bring den bloß nicht zum Weberschmidt. Seitdem seid zwei Buben in dem Pennsylvania sind, der kommt mit seiner Erwin nicht mehr nach. Gut, das sagst. Ja, Margret, was ist dann mit eurem Christoph? Jo, wissen wir, der sucht eine Frau. Wissen wir dann keine Fälle. Seit sein Johanna beim dritten Kind gestorben ist, verseucht mir ja unser Lenchen, ihnen und die Kinder. Aber die will ja jetzt den Jakob heiraten und will in das Haus noch herrscheln zu seinen Leibziehen. Pass mal auf, dem Brubach Louis, seine Tochter, das wär was für euer Christoph. Die ist nämlich nicht mit auf Amerika gegangen, weil sie in Haschel eine gute Stellung gekriegt hat, Anstellung. Aber jetzt muss die ja alle Tag eine Stunde hin und wieder zurücklaufen. Ja, die hat Land geerbt. Das wäre eine gute Partie, meine ich. Hier, guck mal, da kommt ja der Steher Johannes. Hier, ne? Hast du was gesagt? Ihr Weibsleid, hätten ihr nichts zu schaffen. Her. Was lammelt ihr dann wieder da rum? Ah, Johannes, du bist doch im Gemeinderat. Ja. Erzähl mal, was die Woche der Pfarrer da mit den feinen Leid im Dorf gemacht hat. Nur ein bisschen mehr Respekt vom Pfarrer. Gell, Lisbeth? Es war die Landwirtschaftliche Kommission, die haben ausgerechnet, wie viel Tagwerk wir haben. Dass wir 490 Seelen in 108 Familien sind. Und das sind 70 Häuser. Und dass wir keine Arme haben in Rumbach. Das wissen wir Dass wir genügsam sind und fleißig. Und dass wir alte, bescheidene Häuser haben. Und dass wir unsere Tubak alles selber drehen. Und dass wir am Holz sparen, obwohl wir es im Überfluss haben. Aber sie haben sich beschwert, weil unser Misthaufen zu voll sind und der Pudel dort rumläuft. Wir sollen eine Mauer drumherum machen. Jo, mehr mit unseren drei Kühen. Was sollen wir da schon machen? Aber heich mal, was haben sie sonst noch so gewiss, die schlauen Herren da? Unser viele Brunnen haben gefallen. Und dass jeder so viel Holz im Hof hat. Aber unser Ackergerät ist so altmodisch. Wir sollen neumodischer werden. Und sie haben bemerkt, dass wir zu wenig Kinder im Dorf haben. In den katholischen Dörfern hätten sie alle Männer wie drei. Die haben vielleicht mehr Kinder wie mehr, aber die haben kaum Land und noch weniger Wald. Unser Eins hat ja schon kaum was. Durchs Kebuna, das soll auswandern. Den, die nicht als Mehsteier machen, hätten wir auch mehr Geld in unserem Sack. Was versteht ihr Weibsleid schon von Politik? Gott sei Dank dürfen ihr nicht wählen. Ja, also. Unser König Maximilian wird's schon richtig machen. Ja, ja, das glaubst doch aber ey, bloß du. Jedenfalls hat mir unser Kerl gefallen. Und die Herren haben noch ein Mittagessen noch gesagt, dass der Tag, den sie uns gewidmet haben, kein verlorener gewesen wäre. Herr, ich sag euch jetzt mal was. Gestern, da hätte ich mal einer gebraucht von der Obrigkeit. Da habe ich nämlich einer aus dem Nachbardorf gerade dabei verwischt, wie der mein letzter Äppel vom Bäm klauen wollte. Also. Das war der, von dem muss ich erzählen, dass seine Urgroßmutter eine Hex gewesen wird. Und die haben sie nämlich in der Lauda ersäugt. Wie ich dem danach bin da, mit meinem Rechen, dann ruft doch der Dachdieb zu mir. Er, Salzdribbler, er, nix wie ganz Wuch schaffen und sonntags in Kirch rennen. Aber ich kann's euch sagen, dem hab ich beigemacht. Der hat mein Äppel mal ganz schnell fallen lassen. Der Brubach Louis hat aus Amerika an Gret geschrieben. Oh, Jesus. Ja. Ah, ja. Hopp, mach mal auf. Ja, hopp. Lies mal vor. Ah, die Gret hat nichts jetzt gegeben. Guck. Seine Mutter ist auf der Überfahrt gestorben. Oh. Und wie sie drüber bei den Webers angekommen sind, haben sie kein gutes Land mehr gekriegt.
dann sind sie gleich weiter nach Illinois. Da sind sie vorerst mal bei den Gärtlers unerkommen. Und ihr rot nicht, wenn sie dort getroffen haben. Ja, wenn, ja, wenn ne? Jetzt auch mal schon. Der Jakob Unkel. Der Jakob Unkel. Ei, der ist doch tot. Sein Stiebel haben sie doch selber mal da oben am Rossberg gefunden. Und die Leich sollen doch die Viecher gefressen haben. Nee, eben nicht. Der ist abgehauen und wohnt jetzt in Kentucky. Und los die 5 Kinder daheim hucken. Das gibt's ja wohl nicht. Hey, warte. Die Gärtlers hätten gesagt, dass die Feldners weiter sind. Noch Nord-Dakota. Aber da wäre es ganz flach und kalt. Eine große Büffelherde haben sie dort. Aber die Lina, die heilt jeden Tag und hat Heimweh auf Rumpach. Meine Schwester da in Pennsylvania, die heilt er jeden Tag. Obwohl es so aussieht wie daheim. Und Englisch braucht sie kennst zu kennen. Aber Sonntag noch der Kerl da oben als die ganze Rumbacher zusammen und singen die alten Lieder. Ach, wie schön. Wie schön. Ach, wenn es in Rumbach so weitergeht, sind da auch bald bloß noch Alter. Wenn ich nur mal jünger wäre. Jetzt mal nicht den Teufel an die Wand, Lisbeth. Jetzt ist endlich Platz in den Häusern. Wir haben doch mit 4 Generationen drin gewohnt. Das hat nicht keine gut gehen. Die Jungen, wenn's immer anders wie die Alten. Das war schon immer so. Die werden raus in die Welt und in größere Häuser. Hast du nicht gehört? Sind doch wieder ein paar hergezogen. Jo. Der Ruby Schorsch hat gesagt, weil wir so viel Wald und so schöne Häuser haben. Sehen das, es kommen immer wieder Leute ins Dorf. Unser Wald und unser Feld, das sind unser größter Schatz in Rumbach. Ich sag's euch, unser Enkel werden uns dafür noch dankbar sein. Nichts wie Politik. Also, ich weiß ja eh nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt doch lieber heim, mein Appelschlecksel für den Winter einkochen, bevor man sie noch all geschnippelt hat. Also, ja. Dann, gute Nacht, gell? Genau. Ja, da gehe ich auch. Ich schreibe mal meiner Cousine, was da bei uns eine weite Grumbeere kosten und dass Johanna gestorben ist. Ja. Ja, und ich mache mich jetzt eh vom Acker, weil ich muss nämlich noch einen neuen Schatz für die Kerbe nähen. Ja, und ich kann gucken, was mein Sophie gekocht hat. Und ich bringe der Gret erpost.